Metallica Live, das ist in der Metal-Szene wie Gottesdienst. Familientreffen, gespannte Erwartung trifft Vorfreude. Vor einem der größten Konzerte des Jahres. Die Musik ist einfach so geil. Ich komme aus Sachsen mit den zwei Jungs hierher gekommen, in fast 60 Jahren. Alle chillig, kein Stress, alle gut drauf, alle haben gute Laune. Metallica ist die beste Band in den letzten 30, 40 Jahren nach Slayer, ja. Gute 50.000 im Stadion und ein Wunsch. Let's There Be Metal von den Meistern persönlich. Und dann sind sie da. Lars Ulrich. James Hetfield. Zusammen mit Robert Trujillo und Kirk Hammett. Creeping Death, der Opener des Abends. Der Song ist von 1984, als Metallica sich anschickte, den Thrash Metal, ihren Musikstil, überhaupt erst zu erfinden. We didn't know we were inventing anything. Wir wussten nichts davon, dass wir irgendetwas erfinden damals. Wäre uns das bewusst gewesen, wir hätten es vermasselt. In dem Moment, in dem Geschichte gemacht wird, denkst du nicht daran. Du hast genug zu tun und bist konzentriert. Über 40 Jahre liegt das nun zurück. Wir waren einfach nur wütend und jung und wussten nichts mit uns anzufangen, außer diese Musik zu machen. Uns hat die Musik genervt, die wir im Radio hören mussten. Unsere Antwort darauf war, noch wütender und aggressiver zu klingen, und das kam vom Herzen. Harvester of Sorrow, der zweite Song des gut zweistündigen Konzertes. An dessen Ende der überwiegende Teil der Metal-Fans euphorisiert wie energetisch nach Hause gehen konnte. Das ist das Beste! Ey, yeah! Mega geil! War fantastisch! Ja, super! Metallica, best band Metallica in the world! Fucking awesome! Bang that head that doesn't bang. So Motto und Ausblick auf morgen. Dann die zweite Chance auf Metallica Live in Hamburg.